Meine Damen und Herren, wir kommen heute zum letzten Teil der Vorlesung zur französischen Romantik, zu Charles Nodier, Smaragd ou les démons de la nuit, songe romantique. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Alina Lohkämper, die mir hier hilft, die PowerPoint zu bedienen und der ich sehr herzlich danke. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir also zum nochmal zum Titel dieser heutigen letzten Vorlesung. Charles Nodier von 1780 bis 1844, Smaragd ou les démons de la nuit, songe romantique aus dem Jahr 1821. Zunächst einige Daten und Fakten zu seiner Biografie. Im Gegensatz zu Bernardin, Chateaubriand und Constant stammt Charles Nodier nicht aus der Aristokratie, die ja nach der Französischen Revolution für das romantisch-sentimentalische Gefühl des Entwurzeltseins und der Desorientierung besonders prädestiniert schien. Aber auch ein Teil des gehobenen Bürgertums war aufnahmebereit für romantische Denk- und Empfindungsweisen. Und so erscheint auch Charles Nodiers Lebensweg durchaus symptomatisch fürs romantische Bewusstsein und seine Nicht-Festlegbarkeit zwischen Vormoderne und Moderne. Wir schauen uns kurz ein Porträt von ihm an. Charles Nodier ist 1780, da ist es noch ein junger Mann, er ist 1780 in Besançon in Ostfrankreich, Region Franche-Comté, geboren. Sein Vater ist Rechtsanwalt und macht während der Revolution Karriere als Vorsitzender Richter am Strafgericht des Departements. Der Vater nimmt den jungen Charles frühzeitig mit auf Versammlungen der Revolutionäre und schickt ihn 1794 sogar zur Ausbildung zu einem der gefürchtetsten Staatsanwälte der Terreur in Straßburg. Auf diese Weise lernt Charles Nodier bei seinem Vater und dann in Straßburg früh die Nachtseiten der Französischen Revolution kennen, die er dann sehr viel später auch in seinen fantastischen Erzählungen verarbeiten wird. Nach einer ansonsten normalen Schulausbildung verschafft ihm sein Vater 1798 die Stelle eines Bibliothécaire adjoint in der Stadtbibliothek von Besançon. Er nimmt diese Funktion aber nur unregelmäßig wahr und verbringt bis 1803 die meiste Zeit in Paris, in den intellektuellen Zirkeln der Hauptstadt. Er schreibt Gelegenheitsgedichte, kleine Erzählungen, arbeitet als Journalist, wobei er sich allmählich zum konservativen Royalisten wandelt. Anlässlich einer Ode gegen Napoleon wird er 1803/4 kurzfristig verhaftet und dann aus der Hauptstadt verbannt. Die nächsten Jahre verbringt er wieder vorwiegend in Besançon, bildet sich als Autodidakt fort in Philosophie, Literatur und Biologie, bis er wieder durch Vermittlung seines Vaters 1808 als Lehrer für diese Fächer in Dole nahe Besançon eingestellt wird. Sehr tiefgehend kann seine Opposition gegen Napoleon nicht gewesen sein, da er 1812 zum Bibliothekar und Zeitungsdirektor im von Napoleon eroberten slowenischen Ljubljana Laibach wird. Mit Napoleons Niederlagen verliert er diesen Posten dann wieder. Nodier wird in der Folge zu einer der journalistischen Stützen der Restauration, wofür er 1822 mit dem Kreuz der Ehrenlegion und 1824 mit dem Posten des Direktors der prestigereichen Pariser Bibliothèque de l'Arsenal belohnt wird. Dort eröffnet er einen literarischen Salon, in dem er die jungen Romantiker um sich schart, Lamartine, Victor Hugo, Alexandre Dumas und andere. Dieser literarische Salon, der dann später als Salon de l'Arsenal bzw. Le Cénacle, Saal des Abendmahls in Anspielung an das letzte Abendmahl, berühmt werden soll, eine Keimzelle der französischen Romantik. Wir haben ja gesehen, die französische Romantik beginnt natürlich früh, 1788, 89, mit Polly Virginie, aber da ist sie sich sozusagen noch gar nicht ihrer selbst bewusst, die französische Romantik. Und erst in den 20er Jahren versucht man auch, nach einem Vorklapp mit Madame de Staël de Limagne, sich theoretisch das auf den Begriff zu bringen, was da passiert ist. Die jungen Romantiker der zweiten Generation, eben Lamartine, Victor Hugo, Alexandre Dumas, die ich hier gar nicht behandle, weil wir genug zu tun hatten mit der ersten Generation.
Anders als Chateaubriand passt sich Nodier mühelos der Julimonarchie nach 1830 an und wird 1833 zum hochgeehrten Mitglied der Académie Française und stirbt dann 1844. Sie können ihn auch auf dem Père Lachaise besuchen in Paris. Seine heute als wichtigsten geltenden Werke sind Les Tristes ou Mélanges tirés des Tablettes d'un Suicide von 1806, Jeans Bogard, eine Art moderner Robin Hood und Abenteuerroman aus dem Jahr 1818 und vor allem fantastische Erzählungen. In Deutschland würden wir da an Erzählungen in der Art von E.T.H. Hoffmann denken, zum Beispiel Smaragd, die wir gleich behandeln werden, eine fantastische Traumerzählung aus dem Jahr 1821. Trilby ou le lutin d'Argaille, der Kobold aus Schottland 1822, eine tragische Geschichte um den in eine menschliche Frau verliebten Halbdämonen und Halbmenschen Trilby. Oder auch La Fée aux Miettes aus dem Jahr 1832. Doch nun zu der Traumerzählung und Horrorerzählung eigentlich. Immer mehr Smaragd ou les démons de la nuit, songe romantique, 1821. Aufschlussreich ist bereits der Untertitel Romantische Träumereien. Wir haben ja gehört, wie das Wort Romantik mit Madame de Stael und vor allem dann nach 1815 in Frankreich zum literarischen Stil und Gattungsbegriff aufstieg und dabei in einen starken Gegensatz zum Begriff des Klassischen geriet. Darauf spielt Nodier mit seinem Untertitel indirekt an, wobei der Gegensatz zum Klassischen in diesem Falle insbesondere den Kontrast zur kartesianischen Ratio und zum klassischen Stilideal meint. Antoine de Rivarol hatte ja im 18. Jahrhundert gesagt, ce qui n'est pas clair n'est pas français, was nicht klar ist, ist nicht französisch. Und wir werden sehen, dass Nodier nun eine Erzählung, eine fantastische Erzählung schreibt, die vieles gerade im Unklaren lässt. Und er verdeutlicht dieses sein anderes Stilideal, sein romantisches und fantastisches im Vorwort zur zweiten Auflage von 1832, das ich jetzt lese, das Sie hier sehen. On a jugé que la fable, non, also de Smaragd, n'était pas claire, qu'elle ne laissait à la fin de la lecture qu'une idée vague et presque inextricable. Que l'esprit du narrateur, continuellement distrait par les détails les plus fugitifs, se perdait à tout propos dans des digressions sans objet. Que les transitions du récit n'étaient jamais déterminées par la liaison naturelle des pensées, mais paraissaient abandonnées au caprice de la parole comme une chance du jeu des dés. Qu'il était impossible enfin d'y discerner un plan rationnel. Ces observations avaient été faites sous une forme qui n'était pas celle de l'éloge. On pourrait aisément s'y tromper, car c'est l'éloge que j'aurais voulu. Ces caractères sont précisément ceux du rêve, et quiconque s'est résigné à lire Smaragd d'un bout à l'autre sans s'apercevoir qu'il lisait un rêve, a pris une peine inutile. Da sehen Sie auch die Ausgabe, aus der ich zitiere. Übersetzung, man hat geurteilt, dass die Handlung von Smaragd nicht klar ist, dass sie nach der Lektüre nur einen vagen und fast unentwirrbaren Eindruck hinterlasse, dass der Geist des Lesers, ständig abgelenkt durch flüchtigste Details, sich dauernd in sinnlosen Digressionen verliere, dass die Übergänge in der Erzählung nie durch eine natürliche Gedankenfolge bestimmt würden, sondern den Launen der Worte ausgeliefert seien wie in einem Würfelspiel, dass es schließlich unmöglich sei, einen rationellen Plan darin zu finden. Rationalen Plan hätte ich besser schreiben sollen. Und diese Bemerkungen waren nicht als Lob gedacht, aber man könnte sich leicht täuschen, denn das ist genau das Lob, das ich erstrebt hatte. Genau das sind die Eigenschaften des Traumes. Und wer immer Smaragd ganz gelesen hat, ohne zu merken, dass er einen Traum las, hat umsonst gelesen. Nodier entwirft hier eine Art antiklassisches Stilideal in den Begriffen pas clair, idée vague, inextricable, esprit distrait, digression sans objet, transition abandonnée au caprice de la parole, impossible d'y discerner un plan rationnel. Zugleich beansprucht Nodier für sich genau mit dieser antiklassischen Écriture eine Realität abzubilden,
die in der Klassik und Aufklärung völlig vernachlässigt worden sei und die doch ein Drittel der menschlichen Lebens- und Bewusstseinszeit dominiert, nämlich die Realität des Traumes. Dabei macht Nodier an anderer Stelle schon klar, dass diese nur scheinbar unlogische Logik des Traums im Gegensatz zu dem, was seine klassisch aufklärerischen Verächter annahmen, eine tiefere Wahrheit des Bewusstseins in sich birgt, die es nun mit den Mitteln der Literatur auszudrücken gilt. Nächstes Zitat. Je m'avisais un jour que la voie du fantastique, pris au sérieux, serait tout à fait nouvelle. L'Odyssée d'Homère est du fantastique sérieux, mais elle a un caractère qui est propre aux conceptions des premiers âges, celui de la naïveté. Il ne me restait plus que de découvrir dans l'homme la source d'un fantastique vraisemblable ou vrai, qui ne résulterait que d'impressions naturelles. Eines Tages wurde mir klar, dass ein ernstzunehmendes Fantastisches etwas ganz und gar Neues wäre. Homers Odyssee ist ernste Fantastik, also das Epos von Homer, Odyssee, die Irrfahrten des Odysseus über das Mittelmeer nach dem Trojanischen Krieg, 10 Jahre lang. Homers Odyssee ist ernste Fantastik, also wo er Polyphem und diese ganzen mythischen Figuren begegnet, aber wie das Fantastische der Frühzeit, der Naivität. Ich musste nur noch im Menschen die Quelle eines wahrscheinlichen oder wahren Fantastischen entdecken, das nur aus natürlichen Eindrücken hervorginge. Nodier nimmt hier mehr oder weniger bewusst Bezug auf Schillers Begriffe des Naiven und des Sentimentalischen. Wenn er die mythologischen Elemente eines klassischen Epos wie der Odyssee als naive Fantastik bezeichnet. Diese Art des Fantastischen, die in der klassischen französischen Poetik als le merveilleux bezeichnet wurde, dazu gehört natürlich auch das Eingreifen der Götter immer wieder in die Handlung in dem antiken Epos, diese Art des Fantastischen sei vielleicht auf einfacheren, naiveren Stufen der Bewusstseinsentwicklung noch ernst genommen worden, sie sei aber schon in der französischen Klassik nur noch ironisch oder allegorisch aufgefasst worden oder als uneigentliches Zitat der Antike. An die Stelle dieses heruntergekommenen, klassisch-naiven sozusagen, fantastischen, setzt Nodier nun ein ganz und gar neues, wie er sagt, das wieder ernst genommen zu werden verdient, da es ein wahrscheinliches oder wahres Fantastisches sei. Mit dem nur scheinbar paradoxen Begriff des Fantastique vrai nimmt Nodier in gewisser Weise schon die Definition des Fantastischen durch Zvetan Todorov vorweg, den wichtigsten Theoretiker des Fantastischen im 20. Jahrhundert. Zitat Todorov: Der Begriff des Fantastischen definiert sich also aus seinem Verhältnis zu den Begriffen des Realen und des Imaginären. Introduction à la littérature fantastique. Ich hatte nur die deutsche Übersetzung zur Hand hier, als ich das letztens schrieb, weil ich das schon im Germanistikstudium damals, hatte ich ein Seminar besucht, vor langer Zeit, zur fantastischen Literatur und mir das damals angeschafft. An anderer Stelle definiert Todorov das Fantastische als Grenzerfahrung zwischen Realem und Imaginärem, durch das die handelnde Figur in der Erzählung und der Leser unschlüssig bleiben hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Realem und Imaginärem. Für diesen Begriff des Fantastischen gibt nun aber nur dies Traumerzählungsmara, wie wir gleich sehen werden, das ideale Anschauungsmaterial ab. Ein Traum und noch dazu ein überaus wirrer Albtraum, wie der in Smara erzählte, könnte natürlich zunächst als nicht ernstzunehmendes, imaginäres Hirngespinst erscheinen. Andererseits haben immer schon in der Geschichte die Menschen versucht, ihren irrational scheinenden Träumen den Charakter verschlüsselter Wahrheiten zuzuerkennen. Diese Wahrheiten bezogen sich in traditioneller Traumdeutung freilich in erster Linie auf Prophezeiungen, Vorahnungen oder göttliche Warnungen vor real möglichen Ereignissen.
Mit Charles Nodier aber und mit E.T.A. Hoffmanns und Walter Scotts Traumerzählungen oder traumähnlichen fantastischen Erzählungen ist der geschichtliche Punkt erreicht, an dem Träume und irreale Fantasien nicht mehr auf eine höhere Wahrheit jenseits menschlicher Fassungskraft verweisen, sondern auf eine tiefere Wahrheit in der menschlichen Psyche selbst. Nodiers Definition des Fantastique Vrai und seine Beschreibung der syntaktischen Struktur des Traums, die wir im ersten Zitat gesehen haben, deuten auf die andere Logik von Träumen, Neurosen und Psychosen voraus, die sich mit der normalen aufklärerischen Logik nicht greifen lässt und die dann die Psychoanalyse zu entschlüsseln versuchen wird. Auch André Bretons Begriff des Surrealen meint nichts anderes als Nodiers Begriff des Fantastique Vrai. Zugleich erkennen wir in diesem nur scheinbar paradoxen Begriff eine Art Grundgesetz des Romantischen wieder, wie wir es schon bei Bernardin, Chateaubriand und Constant entdecken konnten. Das Romantische ist eine Verweigerungshaltung vor den Tendenzen einer einseitig zweckrational ausgerichteten Aufklärung, die unsere Moderne bis heute beherrscht. Das romantische Bewusstsein sucht Entlastung vor dieser unheimlich gewordenen rationalisierten Welt im Zurück zur Natur, zurück in einfachere Bewusstseinsverhältnisse, eine Flucht in übersteigerte Liebesvorstellungen oder eben in die Irrationalität des Imaginären und des Traums. Zugleich sind diese romantischen Kompensationsbewegungen aber, jedenfalls bei den aufgeklärten Romantikern, sentimentalisch gebrochen. Die Bewussteren unter den Romantikern wissen, dass es keine Heilung des zerrissenen Bewusstseins der Moderne durch ein Zurückdrehen des Bewusstseins, Bewusstheitsniveaus geben kann. Deshalb lassen die Autoren Paul et Virginie, René und Adolphe auch scheitern. Aber in ihrem Scheitern entdecken sie doch oder lassen ihre Leser entdecken tiefere Wahrheiten, die dem Logozentrismus der klassischen Aufklärung verborgen geblieben waren. Einsichten in die Unumkehrbarkeit historischer Bewusstseinsentwicklung, Einsichten in die Faszination und Destruktionskraft der westlichen Bewusstseins- und Wirtschaftsentwicklung, Einsichten in die Dialektik von Transparenz und Intransparenz, von Selbsterkenntnis und Selbstbetrug, Selbsterkenntnis und Transparenz und Intransparenz von aufeinander bezogenen Selbstbewusstseinswesen, also Menschen. Und schließlich die Einsicht, die Literatur des Fantastischen vermittelt, dass jenseits der grellen Helligkeit rationaler Reflexion andere Dimensionen des Bewusstseins zu entdecken sind, die anders funktionieren als die formale Logik, ohne doch deswegen völlig irrational und opak bleiben zu müssen. Sehen wir uns nun also Smara etwas genauer an. Die fantastische Erzählung, Traumerzählung Smara, besteht aus 5 exakt symmetrisch, fast möchte man sagen rational, angeordneten Teilen, die wir Ihnen hier einblenden. Prologue, Récit, Episode, Epode, das ist so eine Art Abgesang, und Epilogue. Die jeweils nur 2- bis 3-seitigen Prolog und Epilog bilden die Rahmenerzählung, die eine ganz harmlose Anekdote schildern. Lorenzo und Lisidis sind seit einer Woche verheiratet und befinden sich auf ihrer Hochzeitsreise am Lago Maggiore. Am Abend auf einem Ball war Lorenzo auf einen nicht näher genannten Mann eifersüchtig gewesen, mit dem Lisidis für seine Begriffe zu lange getanzt hatte. Nun aber scheint das Eheglück wiederhergestellt. Es ist Mitternacht und erschöpft vom festlichen Ball schlafen die beiden ein. Den Moment des Einschlafens schildert Nodier folgendermaßen. Il y a un moment où l'esprit suspendu dans le vague de ses pensées paie.
La nuit est tout à fait sur la terre. Vous n'entendez plus retentir sur le pavé sonore les pas du citadin qui regagne sa maison. Le bruit du vent qui pleure ou siffle entre les ais mal joints de la croisée, voilà tout ce qui vous reste des impressions ordinaires de vos sens. Et au bout de quelques instants, vous imaginez que ce murmure lui-même existe en vous. Il devient une voix de votre âme, l'écho d'une idée indéfinissable mais fixe qui se confond avec les premières perceptions du sommeil. Les sylphes descendent autour de vous, impatients de renouer la conversation magique des nuits précédentes et de se raconter des événements inouïs qui se présentent cependant à votre esprit sous l'aspect d'une réminiscence merveilleuse. Peu à peu, leur voix s'affaiblit ou bien elle ne vous parvient que par un organe inconnu qui transforme le récit en tableau vivant et qui vous rend acteur involontaire des scènes qu'ils ont préparées. In einem gewissen Moment schwebt der Geist in unbestimmten Gedanken. Friede. Es ist vollständige Nacht auf Erden. Man hört keine Schritte mehr auf der Straße. Das Geräusch des Windes, der zwischen den schiefen Angeln der Fenster weint und pfeift, ist alles, was von den gewöhnlichen Sinneseindrücken bleibt. Und nach wenigen Momenten glaubt man, dass dieses Geräusch in einem selbst murmelt. Ich habe hier dieses französische Vous, was ständig kam, mit Mann übersetzt. Darüber müsste man diskutieren. Es wird zu einer Stimme, also das Geräusch des Windes, wird zu einer Stimme der eigenen Seele, zum Echo einer unfassbaren, aber fixen Idee, die sich mit den ersten Traumwahrnehmungen vermischt. Sylphen, Luftgeister, Elfen, schweben auf einen herab, die schon ungeduldig sind, die magische Unterhaltung der vorhergehenden Nächte wieder aufzunehmen und sich unerhörte Ereignisse zu erzählen, die sich dem eigenen Geist als wunderbare Erinnerung darbieten. Dann schwächt sich ihre Stimme langsam ab oder erreicht einen nur noch durch ein unbekanntes Organ, das ihre Erzählungen in lebendige Bilder verwandelt und das einen unwillentlich zum handelnden Subjekt in den Szenen macht, die sie vorbereitet haben. Mit raffinierten Stilexperimenten sucht Nodier hier die Übergangszone, Zone zwischen Wachen und Schlaf wiederzugeben. Durch die elliptische Syntax am Anfang, durch das Frieden zwischen zweimal drei Pünktchen, die keine Auslassungszeichen sind hier, sondern im Text so stehen. Wenn ich Auslassungszeichen mache, setze ich die, wie sich das gehört, zwischeneckige Klammern. Also durch das Frieden zwischen den zweimal drei Pünktchen wird einerseits der Bruch mit dem bewussten Denken signalisiert, andererseits wird im Folgenden, im Französischen jedenfalls in der suggestiven zweiten Person Plural, vous, vorgeführt, wie einige Eindrücke, zum Beispiel Schritte auf der nächtlichen Straße, einfach aus dem Bewusstsein ausgeblendet, andere aber wie das Heulen des Windes in ein Murmeln transformiert, gleichsam in die seelische Innenwelt des Traums integriert wird und dadurch den Übergang gestaltet. Auf das ganz andere, neue der unbewussten Traumwelt und doch auch auf eine gewisse Kontinuität zwischen dieser Traumwelt und dem Wachbewusstsein insistiert der zweite Teil des Zitats. Mit den Sylphen werden anfänglich noch mythologische Figuren bemüht, mit denen sich naives Bewusstsein, Traumphänomene und Halluzinationen erklärt. Aber der Bestand an mythologischer Tradition wird doch in den Zusammenhang neuer Erkenntnisse übers Bewusstsein und Unterbewusstsein eingebettet. Zunächst im Satz mit den Sylphen die Einsicht, dass bei aller scheinbaren Inkohärenz von Träumen doch eine gewisse tiefere Kontinuität im Traumerleben verschiedener Nächte besteht, dass also das Unbewusste ein ähnliches Kontinuum bildet wie das bewusste Leben. Dann am Ende desselben Satzes die Einsicht, dass all die oft befremdlichen, fremden, ja verstörenden Eindrücke des Traumes doch sous l'aspect d'une réminiscence merveilleuse auftreten, das heißt,
dass die Traumarbeit in verfremdender, entstellter Weise Phänomene behandelt, die das Bewusstsein nur vergessen hat, verdrängt hat, die aber doch den tiefsten Schichten seiner selbst angehören. Und schließlich im letzten Satz noch die Einsicht, dass mit der Tiefe des Schlafs die Konzentration der Traumwelt auf das dem Ich und seinem Unterbewussten Wesentliche zunimmt. Solchermaßen durch den Prolog vorbereitet, beginnt nun der zweite Teil der Erzählung mit der Überschrift Le Récit. Um einen Récit im traditionellen Sinne handelt es sich dabei aber gerade nicht, sondern um einen Traumbericht, der auch eben das inkohärente Assoziative des Traums herauszuarbeiten sucht. Das Ich des Lorenzo aus dem Prolog ist in ein Traum-Ich mit Namen Lucius versetzt, der im antiken Athen studiert hat und nun auf Bildungsreise in Thessalien unterwegs ist, dem Land der Hexen und Fabelwesen, das wir auch aus der klassischen Walpurgisnacht in Faust II kennen. Motiviert wird dieses etwas ungewöhnliche Traumszenario im Prolog durch exzessive Lektüren antiker Dichter durch Lorenzo. Und diese Lektüren verarbeitet er nun im Traum und schließt sie zugleich an die Verarbeitung tiefer liegender Traumata seiner selbst an. Zunächst wird aber, wie gesagt, kein kohärenter Plot aufgebaut. Nodier ahmt die erste Phase von Träumen nach, die zunächst eher sprunghaft assoziativ verlaufen, bis die tieferen Schichten der Traumarbeit erreicht sind. So wird zuerst Lucius geschildert, wie er nächtlich durch die dichten Wälder Thessaliens reitet, dabei immer müder wird und sein Pferd zu größerer Eile anspornt. Das Pferd antwortet dann in menschlicher Sprache, was weder den Erzähler noch Lucius zu überraschen scheint, und das Pferd weist auf bösartige Luftgeister hin, die ihm immer wieder den Weg versperren. Lucius schläft daraufhin auf seinem Pferd ein und kann nun das ganze Volk der Geister und grässlich entstellten Untoten selbst sehen. Wir befinden uns nun also in einem Traum im Traum. Und in diesem Traum im Traum kommt Lucius dann endlich an seinem Reiseziel, einem Palast in Larisse, an, wobei es schließlich überhaupt nicht mehr klar wird, auf welcher Traumebene wir uns noch befinden. Um den assoziativen und grenzverwischenden Darstellungsmodus vorzuführen, zitiere ich Ihnen nun noch einmal eine etwas längere Passage. Im Palast angekommen, wird Lucius in einem Kristallsaal von betörenden, tanzenden und singenden Frauen oder auch Feen empfangen. Nur eine, une seule peut-être, grande, immobile, debout, pensive, Dieu, qu'elle est sombre et affligée derrière ses compagnes, et que veut-elle de moi? Ah, ne poursuis pas ma pensée, apparence imparfaite de la bien-aimée qui n'est plus. Ne trouble pas le doux charme de mes veillées du reproche effrayant de ta vue. Laisse-moi, car je t'ai pleuré 7 ans, laisse-moi oublier les pleurs dans les innocentes délices de la danse des sylphides. Tu vois bien leur groupe s'arrondir en feston mobile qui fuit, qui monte comme la vague et descend comme elle, en roulant sur leurs ondes fugitives toutes les couleurs de l'écharpe qui embrasse le ciel et la mer à la fin des tempêtes. Et que m'importe à moi les accidents de la mer, à moi qu'une faveur divine affranchit quand je le veux de tous les périls. À peine mes yeux sont fermés, si le créateur des prestiges de la nuit me lance à l'extrémité d'une planche élastique qui domine sur des précipices que l'œil même craint de sonder. Paisible, je frappe le sol, il cède, il répond, je pars. Nur eine von diesen Tänzerinnen da, die tanzt eben nicht, vielleicht, stand da groß, still, nachdenklich. Götter, wie düster und betrübt steht sie hinter ihren Gefährtinnen. Und was will sie von mir? Ah, verfolge mich nicht in meinen Gedanken, unvollkommene Erscheinung der Geliebten, die nicht mehr ist. Störe nicht den sanften Zauber meiner Nachtwachen mit dem schrecklichen Vorwurf deines Anblicks. Lass mich, ich habe dich 7 Jahre lang beweint, lass mich die Tränen im unschuldigen Entzücken des Tanzes der Sylphiden vergessen.
Du siehst sie sich formieren zu beweglichen Girlanden, die fliehen, steigen und herabsinken wie Meereswogen und auf ihren flüchtigen Wellen alle Farben der Schärpe vereinen, die Himmel und Meer nach dem Unwetter umarmt. Ach, was sollen mir die wechselnden Anblicke des Meeres, mir, den eine göttliche Gunst vor allen Gefahren bewahrt, wenn ich es will. Kaum sind meine Augen geschlossen, schleudert mich der Schöpfer der Wunder der Nacht ganz vorn auf ein Sprungbrett, das über Abgründe ausgespannt ist, die das Auge nicht zu ergründen wagt. Ruhig, ich berühre das Brett, das Sprungbrett. Es gibt nach, springt zurück, ich fliege los. Das Bild von der einzigen nicht tanzenden Frau oder Fee am Anfang, die düster und niedergeschlagen hinter den anderen steht, erinnert Lysius an seine vor 7 Jahren gestorbene Geliebte und weckt dabei unbewusste, verdrängte und im Wagen verbleibende Schuldgefühle. Um vergessen zu finden, konzentriert er sich wieder auf die tanzenden Sylphiden, deren Bewegungen und Farbeindrücke in einem komplexen Bild mit Meereswogen verglichen werden. Nach dem Absatz konzentriert der Erzähler das ganze vorhergehende Tableau in die einzige Assoziation des Meeres, um es dann in einer unwilligen Geste des Lysius auszulöschen, wegzudrängen, der seinen Traum gleichsam noch einmal von vorne anfängt. Der Erzählstrang, das Traumfragment von der toten oder verlassenen Geliebten, wird nicht mehr aufgenommen, bleibt unausgearbeitet, unaufgearbeitet zurück. Vielleicht hängt es auch zusammen mit dem Streit mit seiner frisch Vermählten am Abend, bevor er eingeschlafen ist. Es kommt, also dieses Traumfragment wird nicht weiter ausgeführt. Es kommt ein neuer Traumaufschwung, da wo er dann abgesprungen ist von dem Sprungbrett oder vielleicht sogar ein Traumabstieg, der nach einigen Umwegen in jenen magischen Palast von Laris zurückführt, der jetzt nicht mehr von reizenden Feen, sondern von grässlich entstellten Halb- und oder ganz Toten besiedelt ist, die hier ein gespenstisches Scheinleben führen. Einer unter ihnen kommt Lysius bekannt vor. Zitat: Son cou portait l'empreinte du sang, la cicatrice triangulaire d'un fer de lance, la marque de la blessure qui me ravit Polémon au siège de Corinthe. Quand ce fidèle ami se précipita sur mon cœur au devant de la rage effrénée du soldat déjà victorieux. C'était ce Polémon que j'avais si longtemps pleuré et qui revient toujours dans mon sommeil. Sein Hals, also einer dieser Untoten, sein Hals zeigte noch den blutigen Abdruck, die dreieckige Narbe einer Lanzenspitze, die Verletzung, die mir Polémon bei der Belagerung von Korinth entriss, als dieser treue Freund sich auf mein Herz stürzte, um mich vor der zügellosen Wut eines der schon siegreichen Soldaten zu schützen. Es war jener Polémon, den ich so lange beweint hatte und der immer noch in meinem Schlaf erscheint. Polémon hat Lysius also in einer Schlacht bei Korinth das Leben gerettet und dafür mit seinem eigenen Leben bezahlt. Vielleicht war schon die düstere Geliebte von vorhin, die Lysius 7 Jahre lang beweint hatte, nur ein Ersatz, eine Verschiebung des eigentlich gemeinten Freundes. Vielleicht äußerte sich in dieser Verschiebung auch verdrängte homoerotische Energie. Jedenfalls erscheint der tote Polémon jetzt selbst im Traum und klagt darüber, dass er von den Ungeheuern der Nacht, die den Lebenden in Albträumen erscheinen, gequält wird. Lysius versucht, ihn zu beruhigen. J'ai éprouvé, sagte er ihm, toutes les illusions des rêves que serais-je alors devenu sans le secours de la harpe de Myrte. Das ist eine der schönen Tänzerinnen oder Feen aus seinem Palast. Combien de fois j'ai frémi en voyant des traces d'un sang livide courir autour de mes lèvres pâles, en sentant mes dents chancelantes repoussées de leurs alvéoles. Combien de fois, effrayé de ma nudité, de ma honteuse nudité, je me suis livré inquiet à l'ironie de la foule avec une tunique plus courte, plus légère, plus transparente que celle qui enveloppe une courtisane. Ich habe alle Traumerscheinungen erfahren und was wäre ich geworden ohne die Hilfe der Harfe Myrtes?
Wie oft bin ich erschaudert, wenn ich Spuren fahlen Blutes um meine blassen Lippen fließen sah, wenn ich meine wackeligen Zähne aus dem Zahnfleisch drängen sah, wie oft habe ich mich erschrocken über meine Nacktheit, meine schmachvolle Nacktheit, ängstlich der Ironie der Menge ausgeliefert, mit einer Tunika kürzer, leichter und durchsichtiger als die einer Kurtisane. Lysieux erzählt von drei Albträumen, die man im Einzelnen psychoanalytisch zu deuten versuchen müsste. Der am weitesten verbreitete ist wohl der dritte, der das Unbehagen des überzivilisierten Menschen in einer Kultur sexueller Verdrängung ausdrückt, wo man dann also eben nackt vor der Menge steht und sowas. Lysieux kann nun in der Erzählung den Geist des Polymon, der mir erschienen ist, zunächst beruhigen. Es gelingt, die festliche Stimmung des Anfangs wiederherzustellen und die Albtraumungeheuer zu verscheuchen. Am Höhepunkt des Festes bittet dann aber Lysieux seinen Freund, ihm von den Qualen seiner nächtlichen Existenz zu erzählen. Und aus dieser Erzählung besteht nun der dritte zentrale Teil von Smarat, l'Episode, in dem dann endlich auch Smarat selbst auftritt. Wir kommen nun also zur Besprechung des dritten zentralen Teils von Smarat unter dem Titel L'Episode, in der nun Polymon dem Lysieux, seinem Freund, von seinen den Qualen seiner nächtlichen Existenz als Toter erzählt. Es fängt ganz harmlos an. Polymon spricht die anwesenden Frauen an. Zitat: Vous avez aimé sans doute et vous savez comment le cœur d'une veuve pensive se laisse surprendre quelquefois par le teint rembruni d'un soldat dont les yeux étincellent du feu de la guerre et dont le sein brille de l'éclat d'une généreuse cicatrice. Ihr habt sicherlich geliebt und ihr wisst, wie das Herz einer nachdenklichen Witwe sich gelegentlich vom gebräunten Teint eines Soldaten überraschen lässt. Da habe ich einen Fehler gemacht, dessen Augen vom Feuer des Krieges funkeln und auf dessen Brust eine großherzige Narbe glänzt. Gleich zu Beginn werden noch scheinbar harmlos Erotik, Gewalt, Verwundung und Tod assoziiert. Und was hier noch implizit scheint, wird im Folgenden in allen Aspekten expliziert. Die Witwe, um die es hier geht, heißt Meroe, die schönste Frau Thessaliens. Und der glorreiche Soldat ist natürlich der erzählende Polymon selbst, der Meroe auf sich aufmerksam gemacht hat und ihr nun selbst den Hof macht. Es bleibt unklar, ob er jetzt der Tote spricht oder ob der Tote von seinem Leben erzählt. Das nächste Zitat: Meroe ne pouvait pas manquer de me remarquer. J'étais partout. Also er macht ihr den Hof. Un jour à l'approche, das erzählt er, un jour à l'approche du crépuscule, je trouvais son regard. Il souriait. Son pas se ralentit. L'air était calme. Il ne troublait pas ses cheveux et sa main soulevée s'en rapprochait comme pour réparer leur désordre. Je la suivis jusqu'au palais. Et la nuit descendit sur nous, nuit de délices et de terreur. Puisse-t-elle avoir été la dernière de ma vie et avoir fini plus tôt. Meroe musste mich bemerken, ich war überall. Eines Tages in der Abenddämmerung erhaschte ich ihren Blick. Er lächelte, der Blick. Ihr Schritt verlangsamte sich. Die Luft war still und zerzauste ihre Haare nicht, aber sie hob ihre Hand, wie um ihre Haare zu ordnen. Ich folgte ihr zu ihrem Palast und die Nacht stieg zu uns herab, Nacht der Wonnen und des Schreckens. Ach, wenn es doch die letzte Nacht meines Lebens gewesen wäre und sie früher geendigt hätte. Zunächst wirkt noch ganz neutral die Szene einer Begegnung, eines Blicks, einer wortlosen Verabredung geschildert. Alles ist in Gesten ausgedrückt, am eindringlichsten die Geste der Verlegenheit und des Zögerns, als Meroe mit ihrer Hand ihre Haare zurechtstreichen will, die aber bei Windstille dieser Geste gar nicht bedürften. Dann aber am Schluss des Zitats die unheilschwangeren Vorausdeutungen. Nach dem Liebesspiel ändert sich plötzlich das Verhalten Meroes. Es bleibt wieder unklar, ob Polymon das Folgende träumt, dann stünden wir wieder vor einem Traum, im Traum, im Traum vielleicht sogar,
oder ob er es als erlebte, fantastische Wirklichkeit darstellen will. Aber das ist bei den vielfachen Verwirrungen der Traumebenen inzwischen schon belanglos. Das hat ja Nodier am Anfang auch theoretisiert, dass es eben hier nicht um logische Kohärenz geht. Meroé tout à coup assise à mes côtés, arrêta sur mes yeux, also nach dem Liebesspiel, un regard profond, étendit sa main sur mon corps pour s'assurer que le mouvement en était suspendu, du lit reposa longtemps pesante et froide, et s'enfuit loin de moi. Plötzlich saß Meroé neben mir, blickte mir tief in die Augen, streckte ihre Hand auf mein Herz aus, sich zu vergewissern, dass es nicht mehr schlug, ließ die Hand lange dort liegen, schwer und kalt, und floh schließlich weg. Mit stillstehendem Herz muss Polemon nun mit ansehen, wie sie seine Geliebte in eine thessalische Hexe verwandelt und mit anderen Geisterwesen einen in vielen Einzelheiten ausgemalten orgiastischen Hexensabbat veranstaltet, der zuletzt kosmische Ausmaße annimmt. Cependant, toutes les voûtes s'ouvrent, tous les espaces du ciel se déploient, tous les astres descendent, la lune tachée de sang roule et appesantit sur moi son disque livide. Pitié, pitié, m'écriai-je, mais cette prière étouffée n'arrivait à mes lèvres qu'avec la force du souffle d'un agonisant qui dit adieu. Dann öffnen sich alle Gewölbe, alle Himmelssphären entfalten sich, alle Sterne steigen herab. Der blutrote Mond rollt seine fahle Scheibe schwer auf mich. Gnade, Gnade, rief ich, aber dieses erstickte Flehen kam nur wie der Hauch eines Sterbenden, der adieu sagt, bei meinen Lippen an. Man könnte den ganzen Hexensabbat als symbolische Darstellung eines sadomasochistischen Geschlechtsaktes ausdeuten oder aber auch als neurotisch verdrängte Angst- und Schuldgefühle, die mit Sexualität verbunden sein können. Die Schuldgefühle finden dann ihren Ausdruck in der von Polemon geträumten oder fantasierten, scheinbar grundlosen Rache Meroés an ihm nach dem Geschlechtsakt. Zitat, miserable, s'écria Meroé, sois puni à jamais de ton insolente curiosité. Ah, tu oses violer les enchantements du soleil, tu parles, tu cries et tu vois. Et en s'exprimant ainsi avec une voix plus déchirante que celle d'une hyène égorgée, elle détachait de son doigt la turquoise chatoyante. Elle presse du doigt un ressort inconnu qui soulève la pierre merveilleuse et découvre dans un écrin d'or je ne sais quel monstre, sans couleur et sans forme, qui bondit, hurle, s'élance et tombe accroupi sur le sein de la magicienne. « Te voilà, dit-elle, mon cher Smara, le bien-aimé, l'unique favori de mes pensées amoureuses. Va tourmenter la victime que je t'ai livrée. » Elle dit, et le monstre jaillit de sa main brûlante et, nain difforme et joyeux, dont les mains sont armées d'ongles d'un métal plus fin que l'acier, qui pénètrent la chair sans la déchirer et boivent le sang à la manière des sangsues, il s'attache sur mon cœur, soulève sa tête énorme et rit. Elendiger, rief Meroé aus, sei auf ewig bestraft, meint sie ihn natürlich, für deine freche Neugier. Ah, du wagst die Verzückungen des Schlafes zu schänden, du sprichst, du rufst und du siehst, und indem sie sich so äußerte mit einer durchdringenderen Stimme als eine Hyäne im Todeskampf, zog sie von ihrem Finger den funkelnden Türkisring ab. Sie drückte auf eine verborgene Feder, die den Edelstein sich öffnen lässt, und in einem goldenen Schrein wird ein farb- und formloses Monstrum sichtbar, das schreiend aufspringt und sich auf den Busen der Magierin niederlässt. »Da bist du ja«, sagte sie, »mein Smara, heißgeliebter, einziger Favorit meiner Liebesträume. Quäle das Opfer, das ich dir ausliefere.« So sprach sie, und das Monster schießt aus ihrer glühenden Hand hervor ein unförmiger und vergnügter Zwerg, dessen Hände mit Fingernägeln aus feinstem Stahl bewaffnet sind, die ins Fleisch eindringen, ohne es zu zerreißen, und wie Blutegel Blut saugen. Er klammert sich an mein Herz, hebt seinen riesigen Kopf und lacht. In den ersten Sätzen wird der Geschlechtsakt als tatsächliche
oder zumindest empfundene Vergewaltigung assoziiert, jedenfalls als nicht wieder gut zu machende Verletzung der Intimsphäre, die Aggressionen und Tötungswünsche evoziert. Aus der Sicht des Mannes, der dies träumt oder fantasiert, könnten sich darin selbst Bestrafungswünsche bei verdrängter Homosexualität oder sonstige mit inneren Tabus belegter Sexualität äußern. Smara, das blutsaugende Ungeheuer, das das Fleisch durchbohrt, ohne es zu zerreißen, kann als aggressives Phallus-Symbol gedeutet werden, bleibt aber verwirrend uneindeutig. Es ist ja zunächst auch ganz klein in einem Ring eingesperrt, kommt dann heraus, wird offensichtlich größer, das bleibt aber auch alles im Wagen. Smarat tötet seine Opfer nicht, sondern schwächt und quält sie nur, indem er ihnen einen Teil ihres Herzblutes entzieht. Meroe entführt dann im zweiten Teil der Traumerzählung Polemons diesen auf eine Weltreise durch alle missglückten oder bereits erloschenen Weltschöpfungen und Sonnensysteme. Und die letzte Station ihrer Reise ist eine Art riesiger Friedhof. Zitat: La porte sépulcrale qui nous reçut s'ouvrait sur un champ sans horizon qui n'avait jamais rien produit. On y distinguait à peine dans un coin reculé du ciel le contour indécis d'un astre immobile et obscur, plus obscur que les ténèbres qui règnent dans ce séjour de désolation. C'était le cadavre du plus ancien des soleils, couché sur le fond ténébreux du firmament, comme un bateau submergé. Das Tor zum Friedhof, das uns in Empfang nahm, öffnete sich auf ein endloses Feld, das nie irgendetwas hervorgebracht hatte. Man sah vage entfernt am Himmel die undeutlichen Umrisse eines unbeweglichen und dunklen Himmelskörpers, dunkler als die Finsternis, die an diesem trostlosen Ort herrschte. Das war der Kadaver der ältesten Sonne, der auf dem düsteren Hintergrund des Firmaments lag, wie ein untergegangenes Schiff. Das Symbol der erloschenen schwarzen Sonne ist eines der eindringlichsten Symbole des romantischen Nihilismus. Von Jean-Pauls Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei, 1796, das müssen Sie unbedingt mal lesen, ist auch nicht lang, bis zu Gérard de Nerval's Gedicht El Destigiado, der Enterbte, dessen erste Strophe ich Ihnen hier vorlese. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Also ich bin der Düstere, der Witwer, der Ungetröstete, der Prinz von Aquitanien mit dem abgeschafften Turm seines Schlosses. Das bezieht sich indirekt auf eine tatsächliche geschichtliche Figur, aber ist egal. Ein einziger Stern ist tot, das ist eine Frau. Und meine Laute, die wie eine Konstellation am Himmel steht, trägt die schwarze Sonne der Melancholie. Die schwarze Sonne steht für die Umkehrung aller traditionellen Werte, für den Zusammenbruch der metaphysischen Systeme, für die transzendentale Obdachlosigkeit des Menschen, wie das Georg Lukács ausgedrückt hat. Zugleich steht die schwarze Sonne für das Scheitern der Lumière, der hellen und klaren Rationalität, welche für gewisse Romantiker ja die Rationalität, die ja nur scheinhaftes, trügerisches Licht in die eigentlich unüberwindliche Finsternis und Irrealität der menschlichen Existenz geworfen hat. Immer wieder Bezug genommen wird dabei auch auf Albrecht Dürers erste Darstellung der Melancholia von 1514, wo die Sonne im Hintergrund zwar nicht ganz schwarz ist, aber doch ziemlich schon in die Richtung geht. Zuletzt steht die schwarze Sonne für die unauslotbaren Abgründe in der menschlichen Seele, die vom traditionellen Humanismus, von der traditionellen Anthropologie nicht verstanden werden können.
Und diese psychischen Abgründe illustriert dann noch die letzte Szene in Polemons Horrorerzählung, als er ausführt, wie Meroes und sein Ausflug auf den kosmischen, von der schwarzen Sonne bespiegelten Friedhof endet. Entraîné par le tourbillon des esprits, j'arrivais, j'arrivais. Tous les sépulcres étaient ouverts, tous les morts étaient exhumés, toutes les goules étaient présentes. Elle brisait les ailes des cercueils, où sind weibliche Vampire? Elle brisait les ailes des cercueils, déchirait les derniers vêtements du cadavre, se partageait d'affreux débris avec la plus affreuse volupté, et d'une main irrésistible, car j'étais hélas faible et captif comme un enfant au berceau, elle me forçait à m'associer aux terreurs, à leur exécrable festin. Mitgerissen durch den Wirbel der Geister kam ich an. Alle Gräber waren geöffnet, alle Toten waren ausgegraben, alle Vampire waren schon da. Sie brachen die Scharniere der Särge auf, sie zerrissen die letzten Kleider der Leichen, sie teilten sich grässliche Reste mit der grässlichsten Wollust und ohne, dass ich Widerstand leisten konnte, denn ich war, oh weh, schwach und gefangen wie ein Kind in der Wiege, zwangen sie mich, welch Entsetzen, an ihrem scheußlichen Festessen teilzuhaben. So endet Polemons Liebesnacht mit Meroe im Albtraum eines sadomasochistischen Vernichtungsrausches mit den kosmischen Ausmaßen eines teuflischen jüngsten Gerichts, bei dem auch noch die letzten Tabus menschlicher Moralität und Sozialität fiktiv außer Kraft gesetzt werden. Und der freie Wille Polemons, der sich zunächst wenigstens im Schrecken noch innerlich gegen die Vernichtungsorgien aufgelehnt hatte, ist schließlich so geschwächt, dass er sich leicht zur Teilnahme an diesem scheußlichen Festessen zwingen lässt. Hier endet Polemons Erzählung von seinem Liebesabenteuer mit der thessalischen Hexe Meroe und es beginnt der vierte Teil von Smara, Lepode. Wieder beginnt es ganz harmlos. Les vapeurs du plaisir et du vin avaient étourdi mes esprits et je voyais malgré moi les fantômes de l'imagination de Polémon se poursuivre dans les recoins les moins éclairés de la salle du festin. Lüste und Wein hatten meinen Geist betäubt und ich sah wider Willen, wie sich die Phantome der Fantasie Polémons in den dunklen Ecken des Festsaals bewegten. Wir befinden uns nach Polemons Erzählung nach wie vor im Palast des Lucius. Fast haben wir schon vergessen, dass Polemon ja entweder das Gespenst eines Toten oder selbst eine geträumte Figur ist. Alles mutet an wie gegen Ende eines festlichen, weinseligen Abends, an dem man sich einige Schauergeschichten erzählt hat. Und die betrunkenen Gäste und Lucius selbst schlafen nun direkt im Festsaal ein, wobei Lucius' Fantasie von den Erzählungen des Polemon so erhitzt ist, dass er nun seinerseits wieder einen bösen Albtraum hat. Ganz klar macht es der Erzähler auch wieder nicht, ob es sich um einen Traum oder um Wahnvorstellungen oder sogar um ein überwirkliches Geschehen handelt. Der Erzähler sagt nicht, und jetzt träumte Lucius oder ich als Ich-Erzähler dies und das, sondern er versetzt uns in die Wach- oder Traumvorstellungen des Ichs hinein, ohne die Grenze zwischen Wachen und Schlafen genau zu markieren. Nur einige Indizien weisen darauf hin, wie Wachen und Träumen ineinander übergehen, auch im nächsten Zitat. Je me trouvais debout entre deux haies de soldats livides étroitement serrés, dont les lances terminées par un fer éblouissant représentaient une longue suite de candélabres. Je m'avançais d'un pas pénible et mal assuré, au milieu d'un murmure d'affreuse joie qui courait à travers la foule. « Le voilà » criait-il, « le voilà » Est-on bien sûr que tant de férocité ait pu trouver place dans le cœur d'un homme ? Dit un vieillard qui ressemblait à mon père. « Lui !» repartit la voix d'une femme dont la physionomie exprimait tant de douceur. « Lui, le meurtrier de Polémon et de la belle Myrtée. » « Ich !» wird nun also angeklagt, ist festgenommen worden. Gefangen genommen worden als Mörder. Ich stand zwischen zwei Reihen leichenblasser, engstehender Soldaten, deren Lanzen mit ihren glänzenden Eisenspitzen wie eine lange Reihe von Kandelabern wirkten. Ich ging mit schweren, unsicheren Schritten voran, inmitten eines grässlich fröhlichen Gemurmels, das aus der Menge drang. Da ist er, schrien sie alle, da ist er.
Kann es denn wirklich so viel Grausamkeit im Herzen eines Mannes geben, sagte ein Alter, der meinem Vater glich, über ihn, den ich erzähle, Lucius. Das ist er, fuhr die Stimme einer Frau fort, deren Gesichtszüge so viel Sanftheit ausdrückten. Er, der Mörder Polemons und der schönen Myrte. Der Leser weiß zunächst genauso wenig wie der Träumende, worum es eigentlich geht. Mit dem Ich sehen wir zwei Reihen eng gedrängter Soldaten, auf deren aufgepflanzten Lanzen glänzende Eisenspitzen leuchten, die mit Kandelabern der Beleuchtung eines Festsaales verglichen werden. Die Metapher macht indirekt deutlich, dass der Übergang vom Wachen in den Traum in umgekehrter Übertragung funktionierte. Der letzte visuelle Eindruck vor dem Einschlafen, die beiden Reihen Festbeleuchtung, werden im Traum assoziativ versetzt zu zwei Reihen Soldaten mit blühenden Lanzenspitzen, zwischen denen das wohl träumende Ich jetzt im Traum laufen muss. Hinter den Soldaten die aufgehetzte, grausam und freudig erregte Volksmenge, die den Häftling als Mörder von Polemon und Myrte beschimpft. Besonders hervortreten dabei zwei Personen, die dem Vater des präsumtiven Mörders und eventuell seiner Mutter ähneln oder mit ihnen sogar identisch sind. Wieder drückt der Traum Schuldkomplexe aus, mangelnde oder disharmonische Integration des väterlichen Über-Ichs in die Ökonomie der eigenen Psyche, eventuell auch eine gestörte Mutterbeziehung, vielleicht die ödipale Enttäuschung, dass die Mutter im Konflikt des Sohnes mit dem väterlichen Über-Ich die Partei des Vaters ergriff. Dem Leser und dem Ich-Erzähler Lucius wird in der Folge klar, dass Lucius sich hier auf dem Wege zu seiner eigenen Hinrichtung befindet. Man könnte dies natürlich weiterhin alles als ödipalen Selbstbestrafungswunsch, Selbstkastrationswunsch interpretieren. Doch solche psychoanalytischen Deutungen laufen auch immer schnell Gefahr, den Bedeutungsreichtum von Literatur zu reduzieren. Hören wir weiter, was Lucius hört und sieht, als er am Richtplatz angekommen ist. Des hommes haletants d'impatience et de volupté, pendaient aux corniches des palais et embrassant de leurs genoux les arêtes de la muraille, ils répétaient avec une joie immodérée, le voilà! Une petite fille disait la confession de mes forfaits et révélait à mon âme épouvantée des mystères du crime impossible à concevoir pour le crime même. Männer keuchend vor Ungeduld und Lust hingen an den Simsen des Palastes, saßen rittlings auf den Mauerzinnen und riefen immer wieder mit unbändiger Freude, da ist er. Ein Mädchen sagte meine Untaten auf und enthüllte meiner entsetzten Seele die Geheimnisse des Verbrechens, die für das Verbrechen selbst unvorstellbar waren. Hier spielen auch die Erinnerungen Nodiers an Hinrichtungsszenen aus der Zeit der Französischen Revolution, der Terreur vor allem, herein. Und er weist auch sehr hellsichtig auf die sadistisch-sexuell besetzte Lust der Volksmassen an solchen rituellen Tötungsakten hin. Zugleich wird im zweiten Satz in fast schon kafkaesker Manier die Unbegreiflichkeit und Unfassbarkeit des Schuldvorwurfs für den Beschuldigten selbst, die Ratlosigkeit des Beschuldigten, der den genauen Schuldvorwurf gar nicht kennt und zuletzt die Schuld doch als die seine annimmt. Dann folgt die Hinrichtungsszene, nicht so schön hygienisch und technisch fortschrittlich wie mit der Guillotine, die in der Französischen Revolution erfunden wurde, sondern ganz altmodisch mit dem Schwert auf dem Richtblock. Zitat, je ne fus tiré de cette angoisse que par une commotion terrible. Ma tête était tombée. Elle avait roulé, rebondi sur le hideux parvis de l'échafaud et prête à descendre toute meurtrie entre les mains des enfants, des jolis enfants de Laris qui se jouent avec les têtes mortes. Et c'était la tête rattachée à une planche saillante en la mordant avec ses dents de fer que la rage prête à l'agonie. De là, je tournai mes yeux vers l'assemblée, qui se retirait silencieuse, mais satisfaite. Aus dieser Angst vor der Hinrichtung wurde ich durch eine fürchterliche Erschütterung gerissen. Mein Kopf war gefallen. Er war gerollt,
auf dem grässlichen Boden des Schafotts aufgesprungen und kurz bevor er ganz zerbeult in die Hände der Kinder hinuntergerollt war, der hübschen Kinder von Laris, die mit Totenschädeln spielen, hatte er sich, mein Kopf, mit den eisernen Zähnen des Todeskampfes an einer vorstehenden Planke festgebissen. Von dort sah ich zur Menschenansammlung, die sich still und befriedigt zurückzog. Gegen alle physiologische Wahrscheinlichkeit nimmt der abgehackte Kopf zunächst weiterhin in voller Bewusstheit das Geschehen um ihn herum wahr. Nodier lädt den Vorgang wieder mit viel sadomasochistischer Energie auf und weist am Schluss auch noch einmal auf die Analogie des Massenspektakels einer öffentlichen Hinrichtung mit der Befriedigung sexueller Libido hin. Erst nach einiger Zeit stirbt der abgehackte Kopf wirklich. Doch auch da muss er entsetzt feststellen, dass sein Bewusstsein quasi nur den Aggregatzustand und den Ort verändert. Zitat: Je me félicite de sentir croître les sombres ailes de la mort qui se déployaient lentement au-dessous de mon cou mutilé. Je remontais enfin et je planais en rond autour du socle solitaire. Tous les spectateurs avaient disparu, tous les bruits avaient cessé, tous les astres étaient cachés, toutes les lumières évanouies. L'air était immobile, le ciel glauque, terne, froid comme une tôle mate. Mon âme, épouvantée d'être vivante, fuyait avec horreur une solitude plus immense que l'obscurité du néant. Mais cet asile que je cherchais, je ne le trouvais pas. Je battais des mornes ailes que le trépas m'avait données, les voûtes d'un ciel d'airain, qui ne me répondit que par un sourd retentissement. Ich war froh, langsam die dunklen Flügel des Todes unter meinem verstümmelten Hals wachsen zu fühlen. Schließlich flog ich auf und glitt um den einsamen Sockel herum. Alle Zuschauer waren verschwunden, alle Geräusche waren verstummt, alle Gestirne waren verborgen, alle Lichter waren ausgegangen, die Luft war still, der blau-grüne, stumpfe und kalte Himmel glich einem blassen Stück Blech. Meine Seele war entsetzt, lebendig zu sein und floh voller Schrecken vor einer Einsamkeit, die riesiger war als das Dunkel des Nichts. Aber ich fand den Zufluchtsort nicht, den ich suchte. Ich schlug mit den düsteren Schwingen, die mir der Tod gegeben hatte, ans Gewölbe eines ehernen Himmels, der dumpf widerhallte. Nodier hat den raffinierten Einfall, die Metapher von den Flügeln, die der Tod der Seele verleiht, wörtlich zu nehmen. Dem abgehackten Kopf wachsen Flügel, mit denen er auffliegt. Alles ist verschwunden, außer dem Schafott. Seine Seele hat seinen physischen Tod überlebt, aber das erweist sich letztlich als das Allerschlimmste, was ihr passieren konnte. Seine Seele fliegt nicht nach Haus, wie die Seele in Eichendorffs Mondnacht. In der letzten Strophe: und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Wobei Eichendorff nicht so naiver Romantiker ist, wie ihn viele darstellen, was man daran sieht, an dem Konjunktiv in der letzten Zeile. Es gibt auch für Eichendorff kein Zuhause mehr, sondern nur ein als ob nach Hause fliegen. Die Seele des Hingerichteten in Smara jedenfalls muss auf ewig im absoluten Nichts herumfliegen, zur Bewusstheit verdammt, eingesperrt in ein riesiges Himmelsgewölbe aus Erz. Wir befinden uns hier wahrscheinlich in der tiefsten Tiefschlafphase des Lucius und seines Albtraums. Im Folgenden schildert Nodier wieder auf raffinierte Weise das langsame Auftauchen aus diesen innersten Abgründen der Seele, das erste Eindringen von Elementen der wirklichen Welt in die Träume, die Übergangsphase zwischen Schlaf und Wachsein und schließlich das Erwachen. Aber auch hier bereitet er uns noch eine letzte Überraschung. Zitat: Je tombais debout, éveillé au pied du lit de Polémon, tandis que loin de moi fuyaient tous les démons et toutes les illusions de la nuit. Mon palais même, fortune passagère des songes, avait fait place à la tente d'un guerrier blessé sous les murailles de Corinthe,
Et Polémon, au désespoir, ma main tremblante, demandait en vain une faible ondulation à sa poitrine. Son cœur ne battait plus, son sein était vide. Plötzlich erwachte ich und stand am Fuße des Bettes von Polémon, während alle Dämonen und Nachtgespinste in der Ferne flohen. Mein Palast selbst, vergängliches Traumgebilde, war dem Zelt eines verwundeten Kriegers vor den Mauern von Korinth gewichen. Und Polémon, o Verzweiflung, meine zitternde Hand suchte vergeblich nach einer leichten Bewegung seiner Brust. Sein Herz schlug nicht mehr, seine Brust war leer. Lysius wacht nicht etwa wieder in seinem Palast von Laris auf nach der festlich durchzechten Nacht. Er wacht auch noch nicht wieder als Lorenzo am Lago Maggiore auf. Vielmehr wacht Lysius an einem Ort auf, von dem bislang überhaupt noch nicht die Rede war in der Erzählung, im Feldlager vor Korinth, wo Polémon in der Schlacht verwundet und getötet worden war. Die Szenen im Palast erweisen sich damit im Nachhinein als Träume, die Lysius im Feldlager vor Korinth träumte, wobei dieses Feldlager ja nur der Traum des Lorenzo am Lago Maggiore war und andererseits auch der Lysius im Palast von Larissa von seiner eigenen Hinrichtung geträumt hat. Nodier baut also über der Erzählebene des Lago Maggiore mindestens drei Traumebenen auf, mit zweimal Traum im Traum, wobei diese Ebenen noch vielfältig vermischt und verwischt sind, wie hier im letzten Zitat, im letzten Satz noch einmal deutlich wurde, als Lysius entsetzt feststellt, dass Polémons Brust leer ist, dass sein Herz verschwunden ist. Dies hatte er im Traum geträumt, als er im Palast von Laris nach dem Hinrichtungstraum noch träumte, dass Meroe und Smara in seinen Palast eingedrungen waren und dem schlafenden Polémon das Herz aus der Brust gerissen hatten. All dies löst sich dann im fünften Teil von Smara im Epilog auf, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe. Das löst sich auf ins Nichts eines bösen Albtraums, als Lorenzo in den Armen seiner schönen Lisidis erwacht und sich von ihr über die Schrecknisse der Traumwelt hinwegtrösten lässt. Ich danke Ihnen.